Ja, servus zusammen. Heute geht es um dieses Fahrzeug hier hinter mir. Das ist ein Reely Maximus XL. Ein etwas älteres, aber immer noch schönes Modell, finde ich. Der hat ursprünglich eigentlich einen Nitro-Motor drin. Den hat es mir aber leider irgendwann mal zerrissen. Und seitdem steht er nur rum und verstaubt. Und weil er dafür viel zu schade ist, habe ich mir gedacht, ich baue den einfach mal auf Brushless um. Und wie ich das mache, zeige ich euch gleich. Ja, und das ist er, der Reely Maximus XL. Ursprünglich war ja da ein 5,3 Kubik Force Motor drin, den hat es mir dann irgendwann mal zerlegt, tja, und seitdem steht er rum. Ich finde aber eigentlich noch ein richtig schönes Modell, ein schöner Monster Truck, beziehungsweise ein schöner Pickup, sieht eigentlich mehr aus wie ein Pickup, hat ein bisschen längeren Radstand hier, aber im Großen und Ganzen ist die Technik eigentlich, was da drin steckt, relativ robust. Schauen wir mal rein, wie es innen drin ausschaut. Ja, wie schon gesagt, der steht schon eine Zeit lang, also schaut es nicht so genau hin. Der ist ziemlich verstaubt. Auf jeden Fall soll hier unten dieses Teil hier, das das Differential hält, diese Lagerung, da ist ja das Differential hier mit einem Kugellager gelagert. Das soll auf jeden Fall hier aus Alu werden und dann kommt dann gleich der Motorhalter mit dran. Da werde ich dann so ein Teil fräsen aus Alu, damit ich den Motor hier schön hinschrauben kann. Und hier vorne vielleicht der Regler und auf die andere Seite die Batterie. Naja, wir werden sehen, wie das alles so wird. Ja, auf das, was jetzt folgt, da freue ich mich schon so richtig. Das ganze Ding hier zu zerlegen und putzen, putzen, putzen. Ja, und schon nach kurzer Zeit sieht das Fahrzeug ganz schön zerrupft aus. Also wie ihr gesehen habt, ist das kein großer Akt, jetzt diese Teile abzubauen. Das geht eigentlich rucki zucki. Gewisse Sachen können wir jetzt weglassen, wie zum Beispiel den Tank brauchen wir nicht mehr oder dieses Batteriefach. Gewisse Sachen müssen wir einfach nur ändern. Dieses Teil hier, wo der Lenkserver verbaut ist, da werde ich einfach hier einen Schnitt machen. Den hinteren Teil brauche ich nicht mehr, den vorderen Teil schraube ich einfach wieder auf die Standoffs, damit ich lenken kann. Das ist dann schon alles, was ich für die Lenkung machen muss. Aber das Wichtigste kommt jetzt. Wir haben ja hier dieses Mitteldiff sitzen. Und ich möchte jetzt hier irgendwie den Motor hier dran kriegen. Ja, dazu konstruiere ich mir jetzt einfach am Computer ein Teil, was ich dann nachher aus Alu fräsen werde. Und zwar nehme ich jetzt dieses Plastikteil, setze mich mit dem Messschieber an den Computer und werde jetzt dieses Teil nachkonstruieren und werde es dann einfach in diese Richtung ein bisschen verlängern, um danach den Motor hier dran schrauben zu können. Das Ganze werde ich dann aus Alu fräsen und wie ich das jetzt gefräst habe, zeige ich euch jetzt einen kurzen Ausschnitt. Ja, die Zeichnung am PC zu erstellen ging eigentlich relativ schnell. Wenn man ein bisschen mit dem Messschieber umgehen kann, ist das auch eigentlich keine große Sache. Das erste, was ich jetzt hier mache, ist von meinem 10 mm dicken Material erstmal 2 mm wegplanen. Ja, die kleine Insel, die da jetzt übrig bleibt, ist schon ein Teil vom Lagersitz. Da wird dann später das Kugellager eingepresst. Als nächstes fräse ich die Tasche, durch die dann später die Motorwelle durchkommt. Ja, an dieser Stelle war leider wieder mal der Akku der Kamera leer. Jetzt musste ich mit dem Handy ein bisschen weiter filmen, also nehmt es mir nicht übel, wenn es jetzt ein bisschen wackelt. Als nächstes kommen die Taschen, wo dann später der Motor festgeschraubt wird. Ich habe mir das Ganze so gedacht, dass die Schraubenköpfe versenkt werden, damit nichts übersteht, nicht dass es noch nachher irgendwelche Probleme gibt. Ja, bis hierher war das Ganze relativ unkritisch zum Fräsen, was die Maße angeht. Hauptsache die Schrauben passen danach durch. Aber jetzt geht's genau. Jetzt muss es perfekt werden, denn bei so einem Lagersitz, da hat man nicht viel Spielraum. Das Lager muss ja danach perfekt reinpassen. Dann wird der Motorhalter einmal außenrum noch ausgefräst. Ich habe ein paar Anbindungen stehen lassen, damit mir das Stück nicht plötzlich einfach rausfliegt und mir den Fräser kaputt macht. Und zu guter Letzt, der Optik halber, habe ich hier noch ein bisschen mit meinem Phasenfräser rumgespielt. Das war einfach mal ein kleiner Versuch, aber hat eigentlich ganz gut geklappt.
Schon echt genial, was man mit so einer Fräse alles zaubern kann. Im letzten Schritt werden dann noch die Löcher gebohrt und die Gewinde geschnitten und schon ist der Motorhalter fertig. Zur Befestigung vom Lenkservo zeige ich euch jetzt einen kleinen Trick. Diese Platte hier habe ich bereits abgeschnitten und mir sind hier beim Ausbau vom Tank zwei so Standoffs übrig geblieben. Das sind die gleichen wie die hier. Die haben die gleiche Länge. Und damit die Löcher jetzt perfekt passen, habe ich jetzt einfach mit den Standoffs mal schnell mit den Schrauben diese Platte draufgeschraubt. Und jetzt bohre ich einfach nur mit dem Akkuschrauber hier in dieses Loch rein. Und hier hinten bohre ich mir einfach irgendwo ein Loch hin, wo ich denke, dass es gut ist. Und dann stimmen die vier Löcher alle perfekt überein und ich habe da keine Probleme. Ja, und schon nach kurzer Zeit sieht das Ganze recht ordentlich aus, finde ich. Den Servo habe ich jetzt hier mit zwei zusätzlichen Standoffs festgemacht. Also der hält jetzt bombenfest, da fehlt sich nichts mehr. Der Motorhalter hat auch super gepasst, die ganzen Löcher haben super gepasst. Ja. Das Einzige, was ich natürlich nicht hatte, waren die richtigen Schrauben in der richtigen Länge. Aber naja, nach der Devise, was nicht passt, wird passend gemacht, habe ich mir einfach mal die ich da hatte, abgeschnitten und zurechtgefeilt. Ja, im nächsten Schritt habe ich jetzt Motor und Regler eingebaut. Der Motor wird ja hier nur mit zwei M4er Schrauben festgeschraubt. Ritzelspiel habe ich auch gleich eingestellt. Also das ist wirklich super geworden. Den Regler mache ich immer mit so einem Klettklebeband fest. Da klebt die eine Seite auf der Chassis und die Gegenseite am Regler. Und das muss ich wirklich sagen, also das hält wirklich wie Bombe. Also selbst den härtesten Einsatz übersteht es mit Überschlägen und Sprüngen und allem. Also das löst sich nicht so schnell. Ja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind ein paar schöne 3D-Druckteile. Ich will hier noch ein Akkufach hinmachen, damit man den Akku schön befestigen kann, damit der gut hält. Und hier für den Empfänger, den habe ich auch schon angeschlossen, da kommt hier noch so eine kleine Box hin, damit der Empfänger auch geschützt ist. Und dazu gehe ich jetzt nochmal schnell am Computer und zauber da mal schnell was mit dem 3D-Drucker. Ja, so ein 3D-Drucker ist schon was Feines. Also das ist wirklich eine Maschine, ohne die ich nicht mehr leben könnte. Ja, wenn man hier mal so guckt, innerhalb von ein, zwei Stunden kommen hier so schöne Teile raus, die man ja früher mit der Hand irgendwie machen musste und heute kann man das so schön mit dem 3D-Drucker machen. Ja, es ist vollbracht. Es hat schon ein bisschen gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut. Ich habe ihm auch gleich ein paar neue Reifen spendiert. Jetzt gucken wir mal da unter die Haube. So sieht's dann fertig aus. Die 3D-Druckteile sind auch verbaut. Hier das Batteriefach. Das habe ich so designt, dass hier diese Mutter in so ein Loch reinschlüpft, in so ein Sechskantloch. Und dann kann man von unten mit einer Senkkopfschraube das festziehen. Hier die kleine Box für meinen Empfänger. Das habe ich auch gut gelöst, weil ich jetzt nicht wusste, wie ich das festmachen soll. Habe ich das einfach so gemacht. Hier sind ja diese Standoffs. Dann habe ich einfach hier was designt, damit der Standoff innen drin sitzt. Also man kann praktisch diesen ganzen Kasten hier einfach über diese zwei Standoffs hinten und vorne drüber schieben. Und so hält es dann. Batterien sind geladen, Funke ist hergerichtet. Dann würde ich sagen, das schreit nach einer Testfahrt, denn ihr seid jetzt bestimmt gespannt und wollt sehen, wie dieses Auto jetzt so fährt.
Ja, also ich würde sagen, der Umbau hat sich gelohnt, ist super geworden, hat auch total Spaß gemacht, das Ganze umzubauen. Vielleicht konnte ich auch jetzt den einen oder anderen von euch ein bisschen inspirieren, um da in der Richtung auch mal was zu machen. Wir werden jetzt noch ein bisschen heizen und ein bisschen Spaß haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's es gut. Servus, pfiat euch.